Willkommen hier im Emirates Stadium bei Arsenal gegen Lyon. Champions League, zweites Gruppenspiel steht an. Wir möchten hier natürlich gewinnen, nachdem wir verloren haben gegen Gladbach. Müsste jetzt oder sollte jetzt ein Sieg her. Wir spielen mit Walcott und Perez im Sturm. Vor allem auf Walcott werden wir sehr gespannt sein, der heute hier mal von Anfang an im Sturm spielen wird. Und nicht nur als Edeljoker in den letzten paar Minuten. Und hier auch schon Götterpass von ihm. Und Di Maria mit dem 1-0 nach 3 Minuten. Traumpass von Theo Walcott. Hier nochmal. Zack, genau richtig. Und dann Di Maria mit dem Auge für die Lücke und das 1-0. So schnell kann es im Fußball gehen. Den Gegner da direkt mal überrannt. Çalhanoğlu heute auf links. Er ist ja im FIFA hier als linker Mittelfeldspieler eingetragen oder wie man das nennen soll. Aber er ist ja eigentlich, ich habe ihn noch nie in der Realität auf links spielen sehen. Gut, ich verfolge jetzt Leverkusen auch nicht so intensiv, aber das, was ich gesehen habe, war nie als links. Als linkes Mittelfeld auf jeden Fall. Walcott. Ah, das ist Freistoß. Theo Walcott, der gefällt mir richtig, richtig gut. Mega guter Spieler. Ah, Perez ist da zu klein, um da noch dran zu kommen. Deswegen Abstoß. Das war nix. Di Maria. Walcott, Di Maria. Di Maria. Perez. 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 Perez! 2-0! Was für ein schönes Ding von Lucas Perez. In den Winkel. Es läuft, meine Damen und Herren. Es läuft. Ich weiß nicht, warum es läuft, aber es läuft. Und so kann es gerne weiterlaufen. Da hat sich scheinbar jemand verletzt. Aber wir müssen den Ball noch nicht rausspielen. Da steht ja auch schon wieder. Bellerin. Im Doppelpass mit Walcott. Und dann der Versuch, Di Maria hier anzuspielen, misslingt. Aber wir kriegen immerhin noch einen Einwurf aus einer sehr guten Position. Mesut Özil. Di Walcott. Walcott. Mit der Drehung. Walcott mit dem Lattentreffer. Abgefälscht und dann an die Latte. Unglaublich. Was für ein Powerplay. Na, schade. Fake hier. Niemand war auch interessiert, als es um die Diskussion ging, wen holen wir als Ersatz für Sanchez, wo die Wahl dann auf Julian Brandt gefallen ist. Da konnten wir eben für 30 Millionen auch Fake hier haben, aber letztendlich war dann die Entscheidung eher Brandt zu holen. Das war, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, diese Entscheidung. Wenn wir uns angucken, was er für einen schönen Doppelpack erzielt hat in seinem letzten Spiel.
Bellerin. Der kann sich jetzt hier durchsetzen. Und Walkett ist natürlich schnell. Oh, Walkett. Den muss er machen. Den macht er. Die Walkett macht natürlich auch noch sein Tor. Wer kann diesen Typen noch stoppen? Erster Auftritt in der Champions League. Erstes Tor für den Engländer. Der seit 2006, seit inzwischen 10 Jahren für diesen Verein Fußball spielt. Oh. Lucas Perez. Im genau den richtigen Moment, aber Calhanoglu kommt nicht mehr dran, um da abzuziehen. Walkett. Der ist on fire, wie der Franzose sagen würde. Das ist der Halbzeitpfiff. 3-0. Deutliche Sprache hier in diesem Spiel. Boah, was ist das für ein geiler Stürmer da, dieser Theo Walkett. Ist ja kein Stürmer eigentlich, aber er macht einen unglaublich guten Job da vorne im Sturm. Und jetzt werden wir ein bisschen durchrotieren hier. Koscielny nehmen wir auch noch raus für Jonathan Tah. So. Dann haben wir dreimal gewechselt, die komplette Innenverteidigung durchrotiert. Es kommt hier eh nichts bis zur Verteidigung, von daher ist es nicht so schlimm. Nur wahrscheinlich werden wir im nächsten Premier League Spiel auf Theo Walcott verzichten müssen, weil eben die Doppelbelastung bei den vollen 90 Minuten Champions League dann doch schon sehr anstrengend ist. Und ja, dafür haben wir dann wieder Sturridge und Welbeck. Vielleicht wird ein Walcott vielleicht auch noch für die letzten 20, 30 Minuten zur Verfügung stehen. Wir werden einfach sehen müssen, was so. Vielleicht ist er auch gar nicht notwendig. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man ihn spielen sieht. Selbst Kieran Gibbs macht hier noch ein Tor. Selbst Kieran Gibbs. Der auch schon ein Urgestein dieses Vereins ist, seit 2008 beim Club. Und Walkett mit der Vorlage. Unglaublich, was das hier für ein Spiel ist. Deutlicher geht schon fast gar nicht. Da fragt man sich, was war das für eine Mannschaft, die gegen Gladbach 2-1 verloren hat. Walkett mit dem Auge für Hector Bellerin. Und Di Maria mit dem schwachen rechten Fuß. Also wir haben hier wieder das 4-4-2 auf dem Platz und das werden wir wahrscheinlich dann auch durchziehen und auch dementsprechend umstellen. Das hatten wir ja bei den Bayern auch schon. Da war es auch richtig, richtig gut. Ah, verdammt. Gut unter Druck gesetzt direkt und jetzt die nächste Möglichkeit. Nach einer guten Stunde schon ein 4-0 hier. Muss erstmal jemand nachmachen. Gegen den Verein wie Lyon. Und das ist wahrlich kein Club, den man hier einfach wegschießen kann. Klar, sie haben Lacazette verloren an Man United. Aber trotzdem. Lukas, da ist Calhanoglu. Und der hat ein bisschen Pech.
Oh Gott, zweimal vorbeigerutscht, das ist bitter. Die Maria muss da aushelfen. Oh Gott, der rutscht noch weiter vorbei. So, Kontermöglichkeit jetzt. Oh, göttlicher Pass. Aber die Maria kann ihn nicht mehr verwerten. Jetzt werden wir fahrlässig, was die Defensivarbeit angeht. Coquelin. Walcott. The Walcott! Viertelstunde noch. Dann hat Lyon das hier überstanden. Das war ein Foul. Wer kann es? Çalhanoğlu kann es eigentlich richtig gut, ja. Der wird es auch machen. Hakan Çalhanoğlu, 27 Meter. Das ist genau sein Ding, aber der war kein Problem für Lopez. Jetzt läuft der Ball so ein bisschen. Aber Lyon war das komplette Spiel ungefährlich. Also wirklich ungefährlich. Wir haben Čech im Tor, der musste nichts machen. Das ganze Spiel über. Jetzt vielleicht mal. Jo, jetzt muss er mal eingreifen. Kieran Gibbs. Er kann noch ein bisschen. Das war ein Foul. Es ist jetzt wieder eine gute Möglichkeit hier für Çalhanoğlu, den Ball reinzuspielen. Der ist nicht schlecht. Der ist sogar relativ gut gewesen, aber niemand da, der das Ding verwertet. Oh, jetzt die Möglichkeit. Und das war's. Wir gewinnen hier haushoch 4-0. Bis dann und tschüss.